bin dafür. Ich denke, wir können alle nur profitieren davon. Ja, vielleicht wird meine Kundschaft höher. Vielleicht habe ich hier ein bisschen mehr zu tun. Ja, warum nicht? Immer mal was anderes in der Gegend. Vor allem ist das dann wieder ein neuer Anziehungspunkt für andere Gäste. Jo. Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr dagegen, weil mir das alles zu groß und zu utopisch war. Aber im Moment denke ich, wenn man das jetzt nicht nutzen, wird nichts investiert. Dann bleibt es so, wie es war, dass hier ringsherum gar nichts ist und alle Leute wieder nach Hessen gehen oder nach Bayern, weil man sieht es ja jetzt an den Schullandheimen, die sie überall zugemacht haben. Und ich denke, wenn das wird, dann wird auch ringsum die Gastronomie ein bisschen gefördert werden. Ich bin dafür, weil ich finde, das ist eine gute Idee, um auch mehr Touristen anzulocken. Außerdem wäre es mal eine Attraktion. Also ich wäre auf jeden Fall dafür. Jo. Ich bin dafür, weil es muss einfach was passieren in der Region. Man hat ja zwischen Oberhof und Wassergruppe oder Kreuzberg ist ja da hier nichts. Und wenn man nichts investiert, denke ich mal, passiert da nichts. Und die Region, für die Region ist es gut, es muss was passieren. Wenn es klappt, ist es in Ordnung. Aber es gibt sehr viele Skeptiker halt. Ne? Ja. Wie ist deine Meinung? Ja, ich wär schon dafür, wenn es so finanziell hinhaut. Ich bin natürlich dafür, weil die Fördermittel, die dafür ausgegeben werden, auch hier dann verbaut werden. Das bringt Vorteile für die Wirtschaft und auch für die Infrastruktur muss dann entsprechend noch ausgebaut werden. Ich finde es positiv. Also ich habe schon vieles gelesen und gehört und ich kenne auch die Geber sehr gut. Ich meine, man soll das mal probieren. Ich bin der Optimist. Das, was sie da geplant haben, sollte man doch mal probieren. Ja, weil das was Einmaliges ist und eine Chance für die Region. Ja, wir haben selbst eine Pension. Wir würden uns da auf mehr Gäste freuen durch das Projekt. Und das wäre doch eine gute Sache. Ich würde sagen, man sollte nicht dagegen sein, denn die Region hier ist ohnehin für den Tourismus noch sehr unterbestückt. Also man sollte die Geschichte verwirklichen, natürlich mit der Überlegung, dass man auch im positiven Sinne etwas erreicht. Denn wer da hochgeht, wären im Schnitt nach meiner Meinung etwa 70% ältere Menschen, die bis hochfahren möchten. Das heißt, es müsste eine ordentliche Straße vorhanden sein und auch ausreichend Parkplatz, sonst nützt eine Gaststätte da oben nichts. Also ich bin dafür. Also ich finde das in Ordnung, dass in der Region was passiert. Und ich sage immer, wenn man Urlaub machen will mit Kindern, ist es ein gutes Objekt. Und es liegt neutral. Ich bin dafür hundertprozentig. Wenn nämlich nichts gemacht wird, ist das Geld sonst so weg. Ne? Das ist doch schön. Wir wohnen hier in der Nähe. Halbe Stunde bin ich oben. Ich bin sehr dafür, weil es muss auch mal in der Gegend was passieren, sonst die Leute haben hier überhaupt nicht drum rum. Und vor allen Dingen ist das mal für das Gastgewerbe und alles, dass da mal was ein bisschen Zuspruch mehr kommt. Also meine Meinung ist, stimmt positiv. Ich bin dafür, dass in der Region was passiert, weil ich bin auf der Geber geboren, habe 20 Jahre da gelebt. Ich wohne jetzt in Oberkatz und von daher gesehen, mich freut es überhaupt, dass auch ein bisschen Tourismus in die Region kommt. Okay, und von daher finde ich das in Ordnung. Also ich bin voll und ganz dafür, weil wir leben auf Deutsch gesagt am Arsch der Welt. Seitdem die Sowjetarmee weg ist, ist ja nun leider nichts mehr weiter oben. Und das bisschen Wirt oder Gaststätte, was die Gastronomie, das kann ich leben. Und es ruft auch nichts weiter ins Leben. Von daher gesehen bin ich dafür. Ich bin dafür. Wir haben jahrzehntelang gekämpft. Und deswegen brauchen wir jetzt also ein Projekt. Ob das nun in dieser Ausführung kommen muss oder ein bisschen in abgeänderter Form. Aber die Mittel brauchen wir und wir brauchen auch ein gutes Projekt. Und danach kommt auch die Gastronomie und alles, was wir, die Wanderwege haben wir ja schon, Natur haben wir auch genug, wem es reicht. Und wir brauchen auch ein schönes Zugpferd, das viele Gäste anlockt und vor allem junge Leute. Und ich würde auch noch mal auf dem Dom umherlaufen. Also ich würde mir das auch noch zutrauen, wenn es nicht zu lange dauert. Also ich finde, das ist an sich eine schöne Sache für die Umgebung, für uns Grün.
Allerdings, wenn man so hört, was die Preise sind für dieses Projekt, ich habe gehört, so 14 Millionen oder so. Na gut, dann denkt man sich, ist das wirklich möglich? Rendiert sich das alles? Und ich bin da so eher mit so gemischten Gefühlen. Also Schieferdom von der Geber, absolut dafür. Die Kritiker, die behaupten, dass die 14 Millionen in den Sand gesetzt sind, den halte ich entgegen. Wenn wir sie nicht nehmen, nehmen es andere. Denn dieses Geld ist vorgesehen für Leuchttürme, wie man so schön sagt, was den Tourismus anbetrifft. Und deshalb kann ich diese ganzen Diskussionen momentan nicht verstehen, in der gesagt wird, unsere Steuergelder werden hier benutzt. Das ist engstirniges Denken. Das ist etwas, was der Rhön nicht würdig ist. Eigentlich bin ich nicht dagegen, sage ich jetzt mal. Wenn sie irgendwas Wichtiges machen wollen, was richtig machen wollen, ist vielleicht die beste Investition. Aber man weiß halt nicht, was dabei rauskommt. Das muss man abwarten, wenn es soweit ist. Aber prinzipiell, wenn man es nicht versucht, weiß man es nicht. Wie ist denn deine Meinung? Dafür. Warum? Schöne Sache. Das Eckige ist halt nicht schön. Wenn er rund wäre, wäre es vielleicht besser. Also ich bin eigentlich dafür. Ich habe eigentlich keine Gründe dagegen zu sein. Ich finde schon, es lockt ein bisschen Touristen an hier in die Gegend, die ja schon ein bisschen ausgestorben ist. Und ja, eigentlich finde ich es positiv, ja. Es ist, denke ich mal, gut, hier was zu machen, um Touristen anzuziehen. Weil in der hessischen Rhön, da läuft es ja ganz gut, hier weniger. Von daher ist es vielleicht nicht schlecht. Wenn der Tourismus auf die Geber kommen soll und die Rhön Tourismus erweitern soll, ist es doch von der Sache her richtig, dass es oben in der Beziehung was tut. Ob das die Sache später mal finanziell sich rechnet oder aufgeht, das muss man abwarten. Wenn nicht, wird es auch weitergehen. Aber erstmal steht das Ding, also der Turm da oben, zumal es der schrägste ist der Welt. Und das ist schon eine Touristenattraktion. Und wie gesagt, dann müssen wir weiterschauen, wie es passt halt, je nachdem.